Mein Name ist Karl-Heinz Asenbaum und ich erkläre Ihnen jetzt mal, warum wir den Aufwand machen, den Herstellern nicht zu vertrauen und den Wasserstoffgehalt selbst zu messen. Seit dem Jahr 2007 gibt es einen neuen Fixpunkt in der Heilwasserforschung, den molekularen Wasserstoff, der im Wasser gelöst ist. Er kommt in wenigen natürlichen Heilquellen vor, er kann aber auch durch technische Verfahren wie Elektrolyse im Wasser aufgebaut werden. Dafür wurden Wasserionisierer und Wasserstoffgeneratoren erfunden, mit deren Verbreitung in Europa wir uns seit über 10 Jahren beschäftigen. Gemessen wird die erzeugte Wasserstoffkonzentration in ppm, das heißt Parts per Million. Ein ppm in einem Liter Wasser entspricht einem Milligramm. 0,5 Milligramm gelten bereits in der internationalen Forschung als das Mindestmaß für eine sinnvolle Anreicherung mit Wasserstoff. Das sicherste und praktikabelste Messverfahren ist die Titration mit Reagenztropfen wie H2 Blue. Diese bestehen aus Methylenblau mit Platinkolloid als Katalysator. Weil gelöster Wasserstoff reduzierend wirkt, also Elektronen abgibt, kann das Methylenblau dadurch reduziert werden, was man daran sieht, dass es sich entfärbt und die Lösung nicht mehr blau bleibt, sondern durchsichtig wird. In einem 6 Milliliter Becher mit wasserstoffreichem Wasser weist die Entfärbung eines Tropfens H2 Blue einen Wasserstoffgehalt von 0,1 ppm nach. 5 Tropfen müssen also mindestens entfärbt werden, um von HRW, also Hydrogen Rich Water, zu sprechen. Wasserstoffgeneratoren im Durchflussverfahren, sogenannte HIMs, Hydrogen Infusion Machines, erreichen zwischen 0,5 und 1,5 ppm. Wasserionisierer erreichen zwischen 0,3 und 2,5 ppm gelösten Wasserstoff, je nach Bauart und Zustand. Daneben gibt es noch Wasserstoffbooster, die allerdings nicht im Durchfluss arbeiten und für den Aufbau von gelöstem Wasserstoff je nach Qualität pro 0,1 ppm in einem Liter Wasser jeweils 3 bis 10 Minuten brauchen. Der Vorteil des Wasserstoffboosters: bei kleinen Trinkmengen geht es schneller und man hat in etwa 5 bis 10 Minuten das Mindestmaß von 0,5 ppm in einem Trinkglas erreicht. Bei Wasserionisierern wird das Wasser zusätzlich basischer. Bei Wasserstoffgeneratoren und Wasserstoffboostern bleibt dagegen der ursprüngliche pH-Wert bestehen. Alle genannten Geräte im Sortiment von Aquacentrum werden mit H2 Blue von uns getestet. Die H2 Blue Tropfen beziehen wir direkt vom Hersteller H2 Sciences in den USA und kontrollieren deren Funktionsqualität ständig durch Kontrollmessungen mit Labortropfen des Herstellers MIZ. Beide Hersteller eichen die Tropfen mit hochwertigen elektronischen Wasserstoffsonden von Unisense bzw. TOA DKK. Hersteller und Verkäufer von Wasserstoffgeräten werben in ihren Verkaufsvideos oft mit unrealistisch hohen Wasserstoffwerten, weil sie mit verdünnten oder überalteten Reagenzien messen. Oder weil sie übergroße Messbecher oder auch Fake-Instrumente benutzen, wie den billigen Trustlux ENH1000 Stick, den man oft auf Videos sieht, der aber überhaupt gar keinen Wasserstoffgehalt misst, sondern nur mit einem Algorithmus das Redoxpotenzial umzurechnen versucht, was nur bei chemisch reinem Laborwasser funktionieren würde, aber es funktioniert nicht bei normalem Trinkwasser. Daher messen wir jeden Gerätetyp selbst und zeigen Ihnen dies in unseren Messvideos. In unserem Labor testen wir nahezu jedes Gerät, das neu herauskommt. Und das sind viele. Damit Aquacentrum immer die aktuell besten auf dem Markt anbietet. Wenn Sie also irgendwo ein Gerät finden sollten im Internet, das wir nicht in unserem Sortiment aufführen, das aber bessere Wasserstoffwerte haben soll, dann fragen Sie uns doch erstmal vor dem Kauf nach den Testwerten dieses Geräts. Dann sagen wir es Ihnen, was die Wahrheit ist. Denn wir wissen, was wir tun.